Yvonne Willigs ist Feuer und Flamme für Leckeres vom Rost. Warum ist das so ein Topseller, gerade mit der Wurst? Wurst ist ein Grundnahrungsmittel, genau wie Bier, sage ich jetzt mal. Ne? Im hitzigen Grillduell trifft Team Yvonne auf die Technikfraktion, angeführt von Gadget-Fan und WDR-Moderator Daniel Assmann. Das nenne ich mal einen Lockenstab. In der Zeit, wo du den Knopf drückst, mache ich den Salat, die Schnittchen. Oder noch schnell einen Mini-Grill aufbauen. Was können die mobilen Grillbegleiter? Genau, ja. Das ist cool. Das ist der richtige Grill für den Balkon, wenn du den Nachbarn ärgern willst. Genau. Der Haushaltscheck mit Yvonne Willigs. Ihr Thema heute? Gut gegrillt. Die neuesten Trends rund um Kohle, Anzünder und Reinigung. Es ist heiß, es brennt, es raucht. Das Sommergrillen immer noch total beliebt. Wahrscheinlich, weil es uns an unsere Ursprünge erinnert, wie wir uns ernährt haben, nämlich am offenen Lagerfeuer. Und in diesem Jahr besonders beliebt besondere Grill-Gadgets, also beispielsweise ein Temperaturfühler. Brauchen wir den tatsächlich? Wie sieht's aus mit der Holzkohle? Immer noch die beliebteste Art, auf der wir grillen. Woher kommt die Kohle eigentlich? Und welche Tipps und Tricks hat der Profi, damit es zu Hause auch mit der perfekten Bratwurst klappt? Am Rost scheiden sich die Geister. Jeder hat seine ganz speziellen Vorlieben. Yvonne will es genau wissen und schickt ihre Redaktion bei bestem Wetter auf Kölner Grillwiesen. Ab an den Rost, wie grillt der Westen? Im Sommer kommt schon alle zwei Wochen vor, dass wir mal grillen. Einmal in der Woche, wenn schönes Wetter ist. Also mindestens einmal in der Woche in der Familie oder mit Freunden hier irgendwo am See. Und welcher ist der Grill der Wahl? Picknickgrill ist da, den wir einmal benutzt. Das ist ganz einfach, kann man direkt wegschmeißen. Kugelgrill. Da können wir alles mitnehmen, man macht nicht viel Müll, keine Einweggrills. Ja, genau, Einweggrills ist das Nütze. Und was kommt drauf? Ich bin eher so der Fleischesser. Nackensteaks oder die Grillfackeln. Ich esse gar kein Fleisch, also super gerne Gemüse, gerade Auberginen. Fleisch, ganz viel Gemüse, Pilze. Egal was, Hauptsache lecker. Yvonne möchte sich Tipps fürs perfekte Grillen holen. Und das direkt vom Profi auf der Osterkirmes in Köln-Deutz. Was wäre die ohne Riesenrad und Bratwurst im Brötchen? Grillprofis. Yvonne in der Würstchenbude. Die Moderatorin darf heute an den Grillrost von Willi Krameyer. Tag zusammen. Hi. Wir sind verabredet. Jawohl. Genau. Hi, Yvonne. Ich wollte mir heute ein paar Tipps und Tricks vom Profi abholen. Ja, gerne. Wie ihr das so macht. Bist du hier genau richtig. Denn Erfahrung macht den Grillmeister. Wie lange seid ihr schon im Grillgeschäft? Das ist deine Frau, oder? Das ist meine Frau, ja. Wir sind schon jetzt seit 20 Jahren im Grillgeschäft. Meine Frau schon als kleines Kind den Betrieb übernommen und seitdem machen wir das. Ja. Und du bist damit dazu eingeheiratet? Ich habe eingeheiratet, wir hatten früher eine Schießbude und habe dann hier eingeheiratet. Und dann seitdem mache ich den Grill seit 20 Jahren. Jetzt aber die Frage aller Fragen. Warum ist das so ein Topseller, gerade mit der Wurst? Wurst gehört einfach dazu, weiß ich nicht, wie das Eis im Sommer. Wurst ist ein Grundnahrungsmittel, genau wie Bier, sage ich jetzt mal. Ne? Hör mal, was ist denn der Trick, dass die Würste einigermaßen gleichmäßig werden und dass die nicht so dick aufplatzen? Das soll ja nicht passieren. Der Trick ist einfach, da muss man einfach viel drehen, weil je höher die Hitze, desto schneller platzt der Darm. Und wenn man die auf kleiner Hitze macht und natürlich viel dreht, dann passiert das nicht. Man muss in sämtliche Richtungen drehen, auch so dann mal über Kopf nehmen, dass alle Seiten gleich braun sind. Ja. Der Schwenkgrill wird mit Gas betrieben und hat regulierbare Brenner für unterschiedliche Garzonen. Wir haben die Kohle nie angefangen, weil das Gas einfach ist zum Handhaben. Da kann man auch jemanden hinterstellen, der nicht so geübt ist. Gas groß drehen, Gas klein drehen. Okay. Und bei der Holzkohle muss immer einer dabei sein, der es richtig drauf hat, der aufpassen muss. Jetzt sagen ja viele Leute, es gibt einen Unterschied auf Gas und auf Holzkohle gegrillt. Ganz nette Geschichte. Wir haben ganz oft hier Leute, die stehen am Rand. Oh, lecker. Ich höre dann mit einem Ohr, oh, lecker, ein Holzkohlegrill. Und dann sage ich, das ist Gas. Also das ist alles ihr Glaube, meiner Meinung nach. Und damit ein Grillmythos. Denn komplett durchgeglühte Kohle ist geruchsneutral, macht also rein geschmacklich überhaupt keinen Unterschied. Was ist denn bei dem großen Durchlauf, den ihr habt, die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung von den Produkten sind die Steaks, weil das sind große Steaks. Und da ist es immer schwierig mit dem Garpunkt. Und da das ja Schweinefleisch ist, müssen die durch sein. Und da muss man halt gut drauf aufpassen. Wie weißt du denn, wann das jetzt genau richtig ist? Ich persönlich weiß es, wenn ich mit der Gabel oder mit der Zange drauf fühle, dann habe ich den Garpunkt und durch die Erfahrung. Aber da gibt es ja auch diesen Trick mit dem Drauffassen. Ja, genau. Der Otto-Normal-Griller testet per Handvergleich. Das darf ich mir später noch ganz genau zeigen lassen.
8 Stunden brennt Willis Grill jeden Tag nonstop. Dann sieht der Grillrost natürlich aus wie Sau, ne? Ja. Wie kriegst du den sauber? Da gibt's eigentlich ein ganz einfaches Mittel. Wasser, Priel, klar. Vorher mit einer Drahtbürste, die natürlich nur für den Grill benutzt wird. Und wenn das gemacht ist, einmal mit Wasser, ein Stahlschwamm und ein Britti-Schwamm, dann wird der Stahlschwamm unter den Britti gedrückt und dann werden die Roste, jedes einzelne Stäbchen, sauber gemacht. Also auch unser Profi kommt um das mühsame Schrubben nicht herum. Was ist dein Lieblingsprodukt hier? Was magst du am liebsten? Ich esse am liebsten Bratwurst. Ganz normale Bratwurst? Ganz normale Bratwurst. Direkt im Anschluss kommen die Rippchen. Nur das Problem bei den Rippchen, wenn man die gegessen hat, muss man sich danach duschen. Das stimmt. Man ist ja einmal komplett Gesicht, durch. Hände, ne? Alles. Und deswegen esse ich die ungern hier, dann kann ich immer schlecht wieder ins Geschäft gehen. Deswegen esse ich dann lieber die Bratwurst. Ein paar schöne Tipps fürs heimische Grillen kann Yvonne von hier mitnehmen. Für makellose Würstchen empfiehlt sich kleine Hitze und häufiges Wenden. Und Grillanfänger halten sich zunächst am besten an einen Gasgrill. Dann verbrennt so leicht nichts. Trend Zweitgrill. Klein, aber oho. Die Marktforschung weiß, mobile Grills werden immer beliebter. Yvonne möchte wissen, was taugen die Miniaturmodelle für den schnellen Grillspaß? Dafür habe ich mir Verstärkung geholt von Petra und Michael Krieger. Es wirtet. Ja. Das kommt jetzt. In Sachen Grillen macht den passionierten Dauercampern aus Wesel so schnell keiner was vor. Hier ist Grillen Volkssport. Und los geht's. Testauftakt, 10 Uhr morgens. Hallo. Hallo, Yvonne. Michael. Hallo. Und sobald der Grill angeschmissen ist, kommen die üblichen Verdächtigen dazu, oder wie ist das? Zum Essen, genau. Zum Essen. Wenn Petra grillt, lässt sich keiner lange bitten. Mit den Nachbarn ist Yvonnes Team aus Grilltestern nun komplett. Ah, Frühstückswürstchen. Herrlich. Ja, das ist ja quasi das für die große Mannschaft, ne, wenn man viele Mäuler zu stopfen richtig, hat. Richtig, genau. Und es gibt ja auch diese kleinen, die man jetzt zum Picknicken mitnimmt. Diese 4 Mini-Grills wollen das Barbecue-Herz unserer Camper entflammen. Die günstige Variante für 8,99 Euro. Der Rundgrill geht oft in Tankstellen über die Ladentheke. Das mittelpreisige Modell, den Picknickgrill, für fast 29 Euro, findet man in Baumärkten. Das Markenprodukt aus dem Fachgeschäft kostet je nach Saison zwischen 55 und 100 Euro. Zu guter Letzt diese rauchfreie Version mit dem stolzen Preis von 126 Euro. Erste Testrunde. Montage der mobilen Grills. Kann Modell günstig die Camper überzeugen? Erster Eindruck. Naja. Warum? Naja, aber so fühlt sich das nicht schlecht an, ja, sag ich mal. Der Preishit wirbt mit einem schnellen Aufbau. Zu viel versprochen? Also für eine Person ist das definitiv nicht aufzubauen. Nee. Das geht überhaupt nicht. Also brauchst du auf jeden Fall 2 Personen schon mal für, die diesen Bogen hier festhalten. Steht der gut, oder? Feststehen tut er ja. Okay. Wenn du festen Untergrund hast. Relativ fixer Aufbau und stabiler Stand. Bei dem günstigen Preis von rund 9 Euro ein gutes Ergebnis. Okay, dann gucken wir den mal an hier. Der mittelpreisige Kugelgrill für 29 Euro ist vor allem eins. Die Summe seiner Einzelteile. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen, die man schon bei diesem Grill anschrauben muss. Setzen Sie den Grill zusammen, indem Sie die Feuerschale 8 aufstellen und die Kohleschale 7 mit der langen Schraube H, der Unterlegscheibe I und der Flügelmutter J einsetzen. Schraubendreher haben Sie natürlich nicht mitgeliefert. Den kannst du dir dann auch erstmal vorher zusammensuchen. Beim Grillen im Park hilft nur vorher aufbauen. So, guck mal, wir sind fertig. Ja, sehr gut. So. Mhm. Und jetzt das hier drauf. Das da drauf. Und dann kann ich zumachen. Dann kannst du das Ü-Ei hier schön zusammenpacken. Zack. Und dann kann ich so damit durch die Gegend gehen. Durch die Gegend gehen. La, 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 la. Genau. Fazit: praktisch, weil transportfähig, aber aufwendig im Aufbau. Ist der Markengrill campingtauglicher? Also das Material, merkst du auf jeden Fall, ist schon ein bisschen stabiler und fester. Ja. Also ja, Markenqualität. Damit wird der Grill auch offensiv beworben. Aber wie läuft die Montage? So, fertig. So, Stabilität. Fertig. Naja, okay, für Würstchen älter.
Aber auf der Wiese finde ich den ehrlich gesagt ganz schön lecker. Wackelig. Oder? Ja, ja. Ist wackelig. Wenn ja. du das so mal eben auf der. Wenn da eine matschige Wiese hast, rutscht der weg. Solide Wertarbeit mit Sicherheitsmängeln? Zumindest die 10 Jahre Herstellergarantie hält dagegen. Der Hightech-Grill in der Runde verspricht vor allen Dingen eins: rauchfreies Grillvergnügen. Das hat allerdings seinen Preis. 126 ja. Euro. Wow, wo wird der denn gekauft? Auf der Kö? Dafür soll man aber angeblich beim Aufbau und Anfeuern Zeit sparen. Wir werden sehen. Fertig. Ja, guck mal, der ist schon direkt eingepackt. Fertig. Eingepackt. So. Materialtechnisch ist das schon mal sehr, sehr stabil. Leider geht's nicht ohne Batterien, denn der Lotus Grill hat einen Lüfter, der die Glut blitzschnell rauchfrei anfeuert. Das war's schon. Funktionieren tut er auch schon hier. Ratzfatz aufgebaut, ohne säckeweise Schrauben, das kommt gut an bei den Campern. Weiter geht's in Runde 2. Anfeuern. Wer brennt und glüht am schnellsten? Alle 4 Grills werden mit gleicher Holzkohle befüllt. Der Lotus Grill hat schon mal in puncto Versprechen die Nase vorn. Der Grill ist bereits nach 3 bis 4 Minuten einsatzbereit. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Nie im Leben. Nee. Ja, dafür braucht's auch noch ein gewisses Detail. Eine große Brennpaste dafür. Aber das ist hier nicht mit bei, oder? Nein, war nicht da drin gewesen. Das steht hier aber auch, glaube ich, nicht, oder? Nee, habe ich da auch nirgendwo drauf gesehen. Na gut, das musste man ja vorher auch mal wissen, ne? Ihr müsst es ja schon vorher besorgen, alles, ja. Ne? Jetzt geht's ans Feuermachen. Der Kugelgrill hat in Boden und Deckel Luftlöcher. Die Camper erhoffen sich durch den Kaminzugeffekt eine schnelle Glut. Ja, der Grill hier kann vor allem eins, qualmen. Also der wird sehr wahrscheinlich durch die Schale von unten zu wenig Luft kriegen. Wenn die Schale gestanzt wäre, wenn da auch noch ein paar Löcher wären, dann wird der sehr wahrscheinlich auch besser funktionieren. Da sind ganz wenig Löcher nur drin. Guck mal hier. Bei dem teuren Modell sind die unteren Luftlöcher ein bisschen zu gut versteckt. Der kriegt keine Luft, deswegen geht er aus. Wie an der Seite sind so silberne Teile, hier hinter sind Schlitze drin und die sind jetzt ganz unten. So. Wenn wir den jetzt nach oben schieben, dann kriegt der von unten auch Luft. So. Dann kann man jetzt den Deckel auch wieder drauf machen. Und jetzt kann man auch den Deckel wieder drauf machen, weil der jetzt von unten Luft kriegt. Während die herkömmlichen Grills um die Wette qualmen, kann der Lotus Grill mit Schnelligkeit punkten. Wir haben jetzt 3 Minuten 33 und ich meine, wir können rauflegen. Ist drauf, ja. Also das finde ich aber sehr überzeugend, oder? Und vor allen Dingen, was da jetzt auch, guck mal hier, alle anderen rauchen natürlich wie bekloppt und der gar nicht. Das ist tatsächlich ein rauchfreier. Oh, außen ist ja auch kalt, wie versprochen. Der bleibt kühl, ja. Der bleibt kühl, ja. Außen kühl, innen heiß genug fürs Grillgut. Inzwischen sind alle Kessel auf Grilltemperatur. Aber wie ist das Handling und vor allem mundet es? Runde 3, das Grillergebnis. Jetzt geht es um die Wurst. Steak, Bratwurst und Spieße landen auf dem Rost. Oh, guck mal, die Wurst hat Farbe! Guck mal, die Wurst, frische Farbe! Genau. Beim Lotus Grill gestaltet sich das Ganze nicht so leicht. Aber die Würstchen flutschen hier durch. Ja. Also wenn du Pech hast, hast du die. Die musst du dann eben so querlegen. Also vom Handling her so mittel. Das gibt Abzüge in der B-Note bei der Hightech-Variante. Und jetzt der Geschmackstest. Das zieht Zaungäste an. Sehr gut. Ja. Schmeckt das so nach Holzkohle auch? Also schmeckt das so, wie vom Holzkohlegrill ist? Die Holzkohle schmeckt das nicht. Doch, finde ich auch. Ja. Sehr lecker. Ja. Fleisch ist auch durch. Und zart. Und saftig vor allen Dingen von innen. Gelingt das auch mit dem günstigen Modell? Ey, die Würstchen sehen perfekt aus. Hast du super hingekriegt. Ja, war ein Gemeinschaftswerk. Also, das schmeckt wie Holzkohlegrillen, oder? Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Würstchen wie gemalt vom Grill für unter 10 Euro. Das ist mal ein 1A Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann das mittelpreisige Konkurrenzprodukt da mithalten? Der qualmt und qualmt und qualmt. Das ist der richtige Grill für einen Balkon, wenn du den Nachbarn ärgern willst. Genau. Ja, oder für das besonders rauchige Grillaroma. Das ist jetzt von dem Kugelgrill. Bitte schön. Du könnt da ruhig festhalten. Ja. So, und? Im Bauch. Schmeckt. Mhm.
Auch mit viel Rauch kommt man scheinbar ans Ziel. Wie steht's ums Grillgut vom Markengrill? Guck mal, wie schön. Wir probieren jetzt erstmal hier die Wurst. Das ist durch. Schmeckt gut. Super lecker. Hier überzeugt die Camper vor allem das gleichmäßige Grillmuster. Zeit fürs Resümee. Unsere Jury darf den Siegergrill küren. Es bleibt festzuhalten, dass wir, glaube ich, einen eindeutigen Testsieger haben. Michael, welcher Wert? Nummer 1. Und warum? Weil Nummer 1 am schnellsten, besten gegrillt hat. Es ist nicht immer teure Sachen, sind nicht immer die besten Sachen. Also, der Geschmack war gut. Und da die ist Schnelligkeit. Und der Preis. Und der Preis. Der ist am besten. Das soll ja ein zweiter Grill sein, für mal eben kurz genau. Und so. Ne? Des Campers Liebling, der Grill für knapp 9 Euro. Mit dem kommt man gut, schnell und einfach über den Sommer. Der mittelteure Kugelgrill war zu aufwendig im Aufbau und die teure Variante nicht ganz einfach im Handling. Wer keinen Ärger mit den Nachbarn will oder es besonders eilig hat, kann guten Gewissens auf die rauchfreie Alternative setzen. Doch was nützt schon der tollste Grill ohne entsprechend hochwertige Grillutensilien? Meint zumindest die Grillindustrie und bringt jedes Jahr eine Vielzahl neuer Produkte auf den Markt. Duell am Rost. Grillgadgets im Praxistest. Mit modernen Gadgets grillt es sich besser. Das ist die Kampfansage von WDR-Moderator und Technikfreak Daniel Assmann. Gemeinsam mit dem mehrfachen deutschen Grill- und Barbecue-König Michael Hoffmann will er das Battle am Grill gewinnen. Yvonne hält dagegen. An der Seite des passionierten Hobbygrillers Thomas Frohn will sie beweisen, altbewährt und günstig. Das ist und bleibt das Erfolgsrezept am Grill. Bestes Wetter im rheinischen Siegburg. Es geht ans Wettgrillen in 4 Disziplinen. Wir starten jetzt mit unserem Battle 1. Wer kriegt das Feuer am schnellsten an bzw. die Glut entfacht? Disziplin 1. Das Anzünden. Auf die Plätze, fertig, los. Yvonne und Thomas setzen auf Bioanzünder und einen Anzündkamin für rund 6 Euro. Du nimmst Briketts jetzt auch? Ja, ich nehme Briketts, okay. Weil die höchste Temperatur bringen. Weil wir brauchen für ein Steak viel Temperatur. Die Technikfraktion will im Schnelldurchgang Feuer machen, mit Hilfe dieses Zauberstabs. Das nenne ich mal einen Lockenstab, ja. Der Luftleiter ist ein elektrischer Grillanzünder und verspricht erstes Glühen innerhalb von Sekunden. Herr Assmann, was kostet das Teil, was du da in der Hand hast? 70 Euro. 70 Euro? Ja. Bei euch? 6. Und du brauchst halt immer Strom, ne? Ja, gut, genau. Ja. Ja, beim Camping oder so ist es manchmal schwierig oder beim Picknick. Ja. Ja. Und es gibt ja wohl noch einen Haken. Ja, da musst du immer draufhalten. Aber der Knopf muss immer gedrückt bleiben. Ach so, aber ist ja total bescheuert, weil in der Zeit, wo du den Knopf drückst, mache ich den Salat, die Schnittchen. Ich dachte schon Säckchen auf. Oder ein Säckchen auf. Ich bin am Drücker. Also ich finde das Schwachsinn. Team Gadget bleibt unbeeindruckt. Woran sehe ich, dass die Kohle jetzt genau die richtige Hitze hat? Wenn sie weißen. Genau, eine weiße Ascheschicht muss sich gebildet haben. Mhm. Dann ist die Kohle fertig. Okay. Das geht schon rucki-zucki, ne? Also geht sehr schnell. Ja, durch die Luftzufuhr, auch noch durch das Gebläse, ist das fast wie Schmieden, ne? Ja, also Schmiedefeuer machen. Die beiden sind innerhalb von 10 Minuten grillfertig. Und Thomas? Und du sagst, du brauchst den ganzen neumodischen Tinef nicht, also hier so einen Stromanzünder und was es da sonst noch für Gadgets gibt? Das hat ja nur den Vorteil, dass es schneller geht. Barbecue, Grillen hat ja mit Zeit zu tun, Zeit muss man haben. Und das dauert jetzt ein bisschen, aber in der Zeit kann man ja dann auch schon mal ein Bierchen schlürfen oder Salat schneiden. Im Kamin sind die Briketts nach etwa 40 Minuten durchgeglüht. Trotz Abzügen in Handling und Mobilität, in Sachen Schnelligkeit geht der Punkt klar an Team Gadget. Die Königsdisziplin, das perfekte Steak. Die Gadget-Fans wollen mit dem appgesteuerten Fleischthermometer für stolze 70 Euro groß auftrumpfen. Alles Firlefanz meinen Thomas und ich und setzen auf die 0-Euro-Methode. Thomas erklärt die Handmethode. Wie kriegst du das denn hin, dass das Fleisch genauso ist, wie die Gäste das wollen? Man kann halt ein bisschen drücken und dann sieht man,
wie fest das Fleisch ist. Und dann gibt es da den Handvergleich, wenn man so macht, so drückt, so schwabbelwabbel. Hier auf dem Ballen. Ja, das wäre jetzt rare. Wenn wir jetzt in den nächsten Garzustand gehen, Medium. Ah, dann strafft sich das hier so ein bisschen. Strafft sich, wird härter. Okay. Und das wäre schon Medium durch. Und das ist Schuhsohle. Das wäre dann well done. Der Grill-Weltmeister greift zur Technik. Willst du dir nicht die Finger brechen oder warum machst du das lieber mit dem Thermometer? Ich verlasse mich da einfach auf die Technik. Ja. Und bei größeren Stücken Fleisch, da kann ich ja nicht die Druckprobe machen, wenn ich jetzt einen Schweinebraten habe, ein ganzes Hähnchen. Mhm. Da muss ich einfach ein Thermometer nehmen. Ein Sensor misst die Temperatur des Fleisches. Die ist an eine Smartphone-Anwendung gekoppelt. Der Griller wird benachrichtigt, sobald die gewünschte Garstufe erreicht ist. Aber Hightech kostet Zeit. Die Zeit, die wir beim Kohle anmachen gut gemacht haben, die verplempern wir jetzt hier gerade. Aber das Ergebnis zählt ja. Ja, und das Ergebnis beurteilen dürfen unsere Testesser Millie und Kevin. Wie darf es denn sein? Welcher Zustand? Ich hätte gerne Medium. Medium? Medium rare. Geht klar. Ehepaar Adi und Rita Engels geben bei Team Gadget ihre Bestellung auf. Wie nehmen Sie denn Ihr Stück Fleisch? Am liebsten Medium. Medium? Ja. Ja? Sie auch? Ja. Medium. Filetsteaks auf den Punkt zu garen, das ist die hohe Kunst des Grillens. Die zwei Teams unter Druck. Ja. Haben wir sogar ein schönes Branding hingekriegt. Das sieht aber schon gut aus. Leute, guck mal. So, guck mal, jetzt haben wir hier 18, 19 Grad, ne? Mhm. Und wollen auf 60. Ne? Wie lange dauert das ungefähr? Ich würde so sagen, so 14 Minuten vom Gefühl her. Ja, doch. Und drehen wir dann nach 7 Minuten um? Genau, nach 7 Minuten drehen wir um. Wir gucken uns gleich mal das Branding an. Wir wollen es ja perfekt machen. Wir machen so nach 3-4 Minuten, versetzen wir es so um 45 Grad nochmal. Okay. Und dann kriegen wir so ein rautenförmiges Branding. Ah ja, okay. Da ist große Hitze das A und O. Auf dem gusseisernen Profirost gelingt das Brandmuster aufgrund des guten Hitzespeichers besser als auf dem Edelstahlrost des Hobbygrills. Die beiden grillen jetzt ohne Deckel, wir grillen mit Deckel. War es besser? War es richtig? Ja, der Thomas möchte jetzt hier maximale Hitze haben. Und wenn der Deckel auf ist, kommt mehr sauerstoffreiche Luft dran und die Temperatur geht noch höher. Mhm. Bei uns geht es ein bisschen schneller dann. Wir holen wieder Zeit auf, weil wir auch noch Hitze von oben an unser Steak dran bekommen. Ich nenne das auch Umluftgrillen. Hat die Fraktion altbewährt und günstig vielleicht auf die falsche Garmethode gesetzt? Jetzt sind wir ins Hintertreffen geraten, ne? Ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um dort entsprechend zu ziehen. Ja. Zieltemperatur erreicht. Team Gadget kann servieren. Ja, also wir sind soweit fertig, ne? Ja, genau. Weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ja. Gut Ding will Weile haben. Das Weltmeistersteak überzeugt schon mal optisch. Ja, optisch bin ich natürlich, ja, ich bin begeistert davon, ne? Ja. Wirklich, sieht toll aus. Der erste Anschnitt zeigt, auch der Garpunkt stimmt. Bei beiden Teams. Meins ist genauso, wie ich es gerne mag. Da kommt noch ein bisschen Saft raus. Auch Kevin freut sich über sein Steak in Medium Rare. Ja, meins ist auch gut. Handmethode versus Fleischthermometer. Gibt's einen ersten und zweiten Platz? Aber jetzt mal vom Grillweltmeister hier zum Grillprofi, von den Ergebnissen her. Perfekt. Absolut perfekt. Mit der Handmethode, ne? Ja. Hey. Hier so, ne? So, super, super, ja. Team Yvonne steht dem Grillweltmeister in nichts nach und punktet mit soliden Steaks ganz ohne teures Gadget. Es steht 1:2. Disziplin 3 des Grillduells, Gemüsegrillen. Es treten gegeneinander an Bananen, Mangold und Kohlblätter für rund 5 Euro gegen das Edelstahlkörbchen für 25. Jetzt geht es ja wieder darum, dass wir Geld sparen. Und wir sparen uns alle auf jeden Fall diese Alugefäße, ne? Weil Säure mit Aluminium, also Gemüse zu grillen, was wir jetzt machen, passt überhaupt nicht zusammen. Das ist eine einzige Umweltsauerei und gesundheitsschädlich, also weg damit. Wir grillen mit Gemüseblättern, die so gut wie nichts kosten. Und ihr habt euch ein teures Gadget gekauft. Richtig. Er ist ein Edelstahl, ein Gemüsekorb. Den kann man mehrfach verwenden. Der kommt einfach in die Geschirrspülmaschine und danach können wir den noch mal benutzen. Rein damit, würzen und ab auf den Grill. Klingt einfach, ist es auch. Also ich sag mal so, ne, für den täglichen Gebrauch ist so eine Schale ja deutlich entspannter, als wenn ich mir die beiden da angucke.
und ich hätte es einfach mit dem Spieß so durchgehört. Ja, aber jetzt reißt der auf. Ah, jetzt reißt der auf. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt musst du binden. Ja, dann binde. Wir binden. Ich kann auch nicht mal einen Knoten. Frau Felix, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Und am Ende soll ich das jetzt von unten, das hätte ich vorher ölen müssen, das Blatt. Also das mit dem Mangold ist semi, ne? Ach, das dauert alles. Das kann man mal für einen besonderen Anlass, kann man mal dann so Blätter daneben, aber ansonsten, es sei denn, die geben jetzt noch Geschmack ab, die Blätter, aber ich glaube, nee, das ist nicht viel zu erwarten. Nee. Und auch auf dem Grill legen unsere Gemüsetaschen nicht gerade die beste Performance hin. Wir sind zu blöd für Päckchen. Ja, ich hatte das jetzt hier. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. So, das ist jetzt hier nur. Guck mal, uns ist da die Hälfte vom Gemüse. Das also, muss so. Die Gadget-Jungs sind da siegessicherer. Nach der Paprika zu urteilen, ist das gut. Ja? Ja. Ist es gut? Ja. Ich probiere auch einfach mal. Ja. Super. Ist gut, ne? Ja, anrichten. Aber was sagt die Jury? Alle probieren alles. Ich finde das sehr schön mit diesen Blättern. Ja? Ja. Aber optisch ist echt gut. Optisch ist okay, ne? Ja. Ja. Macht schon Eindruck. Paprika schön bissfest. Mhm. Ja. Aber mit Salz habt ihr auch nicht gegeizt, ne? Genau. Das ist mediterran. Ah, ja, ja, verstehe. Also es schmeckt gleich, also es schmeckt keinen Unterschied. Mhm. Wenn ich jetzt die Augen zumache, könnte ich nicht sagen, was war im Bananenblatt und was war im Grillkorb. Ja, schmeckt gleich. Ja. Schmeckt gleich, aber vom Handling her ist das mit dem Edelstahlkorb viel einfacher. Mhm. Team Yvonne kann mit der Do-It-Yourself-Variante vor allem optisch punkten. Die ist deutlich günstiger, braucht aber mehr Geschick. Punkt für beide Teams, es steht 2-3. Wie wird das Grillrost sauber, ohne Aufwand? Säubern des Grillrostes ist normalerweise nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe der Grillmeister, ne? Heute muss es aber passieren. So. Der Hauswirtschaftsprofi hat da ein Ass im Ärmel. Dafür wird ein Spülschwamm nass gemacht und in die Grillasche getunkt. Damit darfst du jetzt mal da drüber. Okay. Jetzt einfach da mal so. Ey, das geht! Super! Das geht ja echt super. Der Hammer! Ich bin überrascht. Das schmirgelt auch ein bisschen, glaube ich. Kannst du meinen auch noch sauber machen? Okay. Team Yvonne nimmt Fahrt auf, aber die Technikfraktion zieht den Joker in Gestalt eines Roboters. Da! Da ist das Ding! So, also ein kleiner Roboter, den man jetzt ja, eine gewisse Zeit lang hier laufen lässt. Dazu muss der Grill aber abgekühlt sein. Ne? Oh, ich hab ja gedacht, das ist was Schönes. Der haut er schon ab. Was kostet der? Über 100 Euro. Über 100? Mhm. Ja. Naja. Nicht gerade ein Schnäppchen. Lohnt sich der Preis? Leistungsstark ist er jedenfalls. Warte. Mann aus! Angriff der Maschinen. Mann, ey. Der Haushaltscheck. Leben am Limit. Es ist auf jeden Fall sauberer geworden. Ja. Und ich bin überrascht über die Wirkung. Ich habe gedacht, der schafft gar nichts. Ein letzter Reinigungstipp vom Grillmeister. Also ich lege den über Nacht in Zeitungspapier ein, mit der Gießkanne einmal Wasser drüber, lasse das einweichen. Die Druckerschwärze greift die Anhaftung auch noch ein bisschen an. Und am nächsten Tag mit dem Stahlschirm, ein bisschen Spüli, lässt er sich dann viel besser reinigen. So mache ich es auch. Fazit, auch der Profi hält sich gerne an Haushaltstricks. Die sind genauso effektiv wie teure Gadgets. Ergebnis des Grill-Battle? Unentschieden. So, Preis-Leistungssieger sind wir, aber wer Bock auf Technik hat und wer auch gerne ein bisschen Geld dafür ausgibt, der kann damit auch nicht viel falsch machen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Hat Spaß gemacht. Die letzte Glut ist aus und Yvonnes Ausflug in die Welt des Grillens zu Ende. Viele der neuartigen Trends und Gadgets kann man sich sparen. Und auch ein Zweitgrill für Camping oder Picknick muss nicht teuer sein. Den kriegt man schon für unter 10 Euro. Denn das Geheimnis einer guten Bratwurst liegt laut Profi im Handling.